Heute werden die Wachposten verdoppelt. Haltet die Augen offen. Wenn ihr irgendetwas Ungewöhnliches seht, meldet es sofort. Verstanden? Ja, Herr! Ich bin es, Heinrich. Vergib mir die Störung. Ich hoffe, ich habe dich nicht geweckt. Oder doch? Herrin. Nein, ich war eh wach. Was führt dich zu dieser späten Stunde hierher? Ich dachte, du könntest etwas Wein vertragen. Das ist genau das Richtige, um einzuschlafen. Hab Dank, Herrin. Hab Dank, wirklich. Aber das hättet ihr nicht. Ihr hättet auch einen Diener schicken können. Das hatte ich vor. Aber um die Wahrheit zu sagen, konnte ich auch nicht schlafen. Bei meinem Gebet musste ich an dich denken. Es war bestimmt schrecklich für dich. Ich kam, um dir Trost zu spenden. Um dir zu sagen, dass du nicht allein bist. Wie nett. Danke, Herrin. Kein Problem. Nun, Heinrich, ich weiß, das muss für dich alles neu und seltsam sein. Aber fühl dich bitte wie zu Hause. Also sorge dich um nichts außer um deine Genesung. Nur Gott allein weiß, was du alles durchgemacht hast. Ich weiß, was es heißt, allein auf der Welt zu sein. Wenngleich dein Verlust viel schwerer wiegt. Mit Gottes Hilfe verflüchtigt sich der Schmerz mit der Zeit. Darüber zu sprechen kann sehr hilfreich sein, wenn dir danach ist. Du könntest recht haben, Herrin. Ich erzähle dir davon. Es war schrecklich und kam unerwartet. Ein Tag wie jeder andere. Vater schickte mich für Besorgungen ins Dorf. Ich holte in der Schenke Bier für Vater. Ich weiß die Aufgabe eines Stallburschen, aber es kümmerte mich nicht, denn Bianca arbeitete dort. Ich machte ihr den Hof und wir wollten uns später treffen. Aber dazu sollte es nie kommen. Du armer Junge. Als ich alles erledigt hatte, eilte ich nach Hause. Ich hatte Vater versprochen, ihm bei der Arbeit zu helfen und freute mich schon darauf. Er schmiedete Herrn Ratzig ein Schwert. Vater und ich unterhielten uns immer in der Schmiede. An jenem Tag bat ich ihn, mich im Schwertkampf zu unterweisen. Aber er lehnte ab und sagte, ein Mann solle seinen Kopf lieber nicht für sinnlose Heldentaten aufs Spiel setzen. Hätte er nur geahnt, welch Schicksal uns erwartete. Oh. Aber Sigismunds Horde wartete schon am Horizont, bereit anzugreifen. Ich sah Rauch über einem Weiler aufsteigen, den Sigismund auf dem Weg zum Dorf geplündert hatte, das bald dasselbe Schicksal ereilte. Gott hab Gnade. Und dann brach der Tod über Skalitz herein. Das Burgtor stand offen. Die Glocken und Hörner schlugen Alarm und die Dorfbewohner rannten zur Burg, um Schutz zu suchen. Sie nahmen nur mit, was sie in der Eile greifen konnten. Sie hatten furchtbare Angst. Ich kann mir gar nicht ausmalen, wie entsetzlich es war. Ich lief wie unsere Nachbarn zur Burg, doch ich schaffte es nicht. Ich musste einen anderen Weg finden. Die Männer auf den Zinnen riefen mir zu, nach Thalmberg zu fliehen und euch zu warnen. Zum Glück kannte ich einen verborgenen Pfad um die Burg. Noch war ich nicht in Sicherheit. Die Kumanen zogen von Haus zu Haus, plündernd und brandschatzend. Sie umstellten die Burg und hätten mich jeden Augenblick entdecken können. Möge Gott sie bestrafen. Dann hörte ich einen Schrei. Theresa, das Müllermädchen, war von Kumanen gefasst worden, die sie schänden wollten.
Ich wollte ihr zur Hilfe eilen. Gott weiß, wie sehr ich es wollte, aber... Ich trug zwar Herrn Ratzigs Schwert bei mir, aber sie waren in der Überzahl und auch gut gerüstet. Mir gelang es lediglich, eines ihrer Pferde zu stehlen und wegzureiten. Ich konnte ihr ebenso wenig helfen wie meinen Eltern. Es war nicht deine Schuld. Ich werde das Grauen nie vergessen. Es wird mich meinen Lebtag verfolgen. Das ist furchtbar. Wie konnte so etwas Schreckliches nur passieren? Nur Gott allein weiß, weshalb er so etwas zulässt. Ach, du armer Junge. Ich kann deinen Kummer wirklich verstehen, aber Gott trifft keine Schuld am Elend dieser Welt. Das ist das Werk von Satan und seinen Schergen. Das Werk von denjenigen, die von Raffgier, Neid und Stolz erfüllt sind. Du darfst deinen Glauben nicht verlieren, ganz gleich, was geschieht. Das Schicksal war meinem Gatten und mir auch nicht wohlgesonnen, das kannst du mir glauben. Obwohl, im Vergleich zu den Schrecknissen, die dir widerfahren sind. Ich war noch sehr jung, als ich geheiratet habe. Mein Vater wollte es so. Divish war viel älter als ich, aber als Frau muss man sich dem leider ergeben. Kurz nach der Hochzeit, noch bevor ich auch nur einen Blick auf Thalnberg werfen konnte, wurde die Feste gestürmt und mein Gatte ins Gefängnis gesperrt. Wirklich? Er hatte wohl irgendeinen Streit mit Herrn Havel-Medek von Waldeck und dieser beschloss, ihn gewaltsam zu schlichten. Er stürmte die Burg, steckte Privislavitz komplett in Brand und tötete viele unserer Männer. Sogar den alten Kämmerer. Er warf meinen Gatten in den Kerker und postierte dort seine eigene Garnison. Das ist abscheulich. Ich war gerade erst 18 Jahre alt und völlig plötzlich ganz allein mit Herrn Robert. Wir wussten nicht, was wir tun sollten. Wir gingen nach Prag, um den König und Divishs Freunde um Hilfe zu bitten, aber ohne jeglichen Erfolg. Jahrelang versuchten wir es. Doch es schien, als wäre ich zur Einsamkeit verdammt und mein Gatte dazu, in seiner eigenen Burg zu verrotten. Jahrelang, sagt ihr? 7 Jahre. Ja, so lange hat es gedauert, bis Havel zu einem Feind der Krone erklärt wurde. Und selbst dann weigerte er sich, die Burg aufzugeben und meinen Gatten freizulassen. Letzten Endes brachte ich das Lösegeld für ihn auf. Erst dann konnte ich, nur durch Gottes Gnade, endlich wieder in das Gesicht meines Gatten blicken, Heinrich. 7 Jahre. Und wurde Havel dafür bestraft? Nein, nie. Und nach diesen 7 Jahren kehrte mein armer Gatte als gebrechlicher alter Mann zu mir zurück. Herr Divish scheint ein guter, starker Mann zu sein. Ja, gewiss, doch leider hat er sehr viele Sorgen. Er musste Thalnberg wieder errichten. Nachdem er freigelassen wurde, ernannte ihn der König zum Burggrafen des Schlosses zu Prag. Er war sehr beschäftigt. Da war keine Zeit mehr für mich. Aber immerhin waren wir in der Stadt und da lief schon so einiges. Und nun sind wir hier. Herrin, ihr seid noch jung und wunderschön. Ihr habt eure besten Jahre noch vor euch. Wenn das bloß wahr wäre, Junge. Wenn das bloß wahr wäre. Aber weshalb belästige ich dich damit? Du hast genügend eigene Sorgen. Ich werde gehen und dich schlafen lassen. Das war eine schöne kleine Unterhaltung. Gute Nacht. Gott sei mit dir. Gute Nacht, Herrin. Ja, das Leben war nicht einfach. Wir müssen die Tore schließen!
uns, mein Sohn. Sei kein Feigling. Heinrich, wach auf! Das willst du nicht verpassen. Was ist denn? Ist was passiert? Komm zum Wehrgang. Die Wachen melden, es wären Leute aus Scarlets auf dem Weg hierher. Heißt das, es haben welche überlebt? Behalt diesen Unsinn für dich. Wo muss ich denn jetzt hin? Links, aber angeblich ist er geradeaus. Oh, irgendwie. Na egal. Ach so. Sich irgendeinen Skalitzer zur Brust nehmen, der ihnen alles verrät. Daran habe ich nicht gedacht. Nicht, dass ich auf eine Schlacht aus wäre. Ja, aber wenn könnte was dran sein. Sigismund ist kein Narr. Vielleicht ein hinterhältiges Schwein. Wo soll ich denn jetzt hin? Achso, da. Lasst euch nicht einschüchtern. Hört auf mein Kommando und alles wird gut. Ich bin da. Hey, ihr da. Sagt den Leuten draußen, sie sollen sich auf einen Angriff gefasst machen. Rasch. Verstanden. Was ist los? Weiß nicht. Das ergibt keinen Sinn. Besser würde Sigismund bei Nacht auf Talmberg vorrücken. Außerdem hat er das Überraschungsmoment durch den Angriff auf Scarlets eingebüßt. Vielleicht ist er es nicht. Aber wer dann? Die Späher von Herrn Divisch sagen, Sigismund hätte ein Lager aufgeschlagen und sich darauf vorbereitet, die Burg zu stürmen. Und Herr Ratzig ist ein erfahrener Stratege. Sicher würde er die Burg eine Weile halten können. Das ergibt keinen Sinn. Was haben die Späher noch gesagt? Nicht viel, denn bevor sie nah genug rangekommen sind, zog der Sturm auf. Und du hattest recht, Sigismund hat verdammt viele Männer, zudem noch Söldner. Eine Streitmacht wie diese kostet ein Vermögen. Tja, spätestens, wenn sie hier sind, haben wir Gewissheit, nicht wahr? Ja, das stimmt. Halt! Wer ist da? Der Teufel und seine Dämonen! Wer sonst, Robert? Herr Ratzig, welche Erleichterung! Ist seine Lordschaft bei euch? Ja, Herr! Gleich hier! Oh, du bist wirklich noch wach, Divisch? In deinem Alter ist gesunder Schlaf doch unerlässlich. Naja, du hast dir auch nicht gerade die beste Zeit für einen Ausflug ausgesucht. Bist du in Eile? Wir mussten leider recht abrupt aufbrechen. Ob du es glaubst oder nicht, aber dieses Unwetter ist ein Segen für mich und meine Männer. Wie mein Großvater immer zu sagen pflegte, besser eine kleine Wunde als eine aufgeschlitzte Kehle. Dein Großvater war wohl ein weiser Mann. Der Bote hat bereits erzählt, was geschehen ist. Ein Bote? Der Junge, den du geschickt hast. Er lebt? Er hat es hierher geschafft? Er ist hier oben bei mir. Er ist gerade noch mal so davongekommen. Gott sei Dank. Ein tapferer Junge. Aber sag mir, Freund, wie habt ihr es nur geschafft zu entkommen? Ich danke Gott für dieses Unwetter. Als es losbrach, krochen Sigismunds Tataren in ihre Löcher und haben die Erstürmung der Burg wohl auf schöneres Wetter verschoben. Wir konnten uns direkt vor ihren Nasen davonschleichen. Der Herr sei gepriesen. Wir hätten keine Chance gegen sie gehabt. Möchtest du die Nacht hier in Talmberg verbringen? Nein, nein. Wenn Sigismund die Burg morgen leer vorfindet, wird er womöglich nach uns suchen. Wir würden euch nur unnötiger Gefahr aussetzen. Wenn meine Männer und ich nicht hier sind, hat er keinen Grund anzugreifen. Aber was habt ihr dann vor? Wir marschieren nach Rathay. Es ist kein langer Weg und außerdem können wir uns dort viel besser verteidigen. Und es ist genug Platz für all diese Menschen. Falls Sigismund kommt, solltet ihr euch ergeben, Divisch. Es hat keinen Sinn, eine aussichtslose Schlacht zu beginnen. Da hast du wohl recht. Ist der Junge immer noch bei dir? Ich bin hier, Herr. Du hast Mumm, Junge. Das muss man dir wirklich lassen. Ich bedauere sehr, was geschehen ist. Möchtest du dich uns anschließen? Sehr gern, Herr, aber zuerst muss ich noch mal zurück nach Scarlets. Du bist wahnsinnig. Was willst du dort? Ich kann die Leichen von Mutter und Vater nicht einfach auf der Straße verfaulen lassen.
Ich komme euch nach, sobald sie bestattet sind. Denk nicht mal daran, zurückzugehen, du Esel. Bist du lebensmüde? Aber Herr... Schweig! Es tut mir leid um deinen Vater, aber dein Tod macht ihn auch nicht wieder lebendig. Gewisch, bitte sorge dafür, dass der Junge hier im Talmberg bleibt, bis sich die Lage etwas beruhigt hat. Sei unbesorgt, mein Freund. Er ist verletzt und muss wieder zu Kräften kommen. Ich werde ihn so sicher verwahren wie Havel von Waldeck. Wie ich sehe, ist dir vom ewigen Trübsalblasen ein dickes Fell gewachsen. Ich danke dir. Wir werden uns wiedersehen, wenn die Umstände etwas günstiger sind. Leb wohl. Leb wohl, mein Freund. Und viel Glück. Richte Herrn Harnisch meine Grüße aus. Das werde ich. Dir und deinen Leuten auch viel Glück. Dies sind finstere Zeiten. Abmarsch! Glück gehabt. Männer, heute Nacht verdreifachen wir die Wachposten. Teilt euch wie immer auf. Und wenn ich einen beim Saufen, Würfeln oder Dösen erwische, breche ich ihm höchstpersönlich alle Knochen. Oha. Behaltet die Gegend im Auge. Wie kann ich helfen? Ich bräuchte zusätzlich ein paar gute Augen. Würdest du mit meinen Männern auf dem Wehrgang Wache halten? Ist das eine Bitte oder ein Befehl? Ich würde es begrüßen, wenn du meiner Bitte nachkämst. Natürlich, Herr. Ich helfe dir gern nach allem, was du für mich getan hast. Sehr schön. Und keine Sorge. Die Männer lösen dich später ab. Das ist nett. Wir sind auf Patrouille scheinbar. Okay, was soll ich jetzt machen? Halte den Weg, Wehrgang, Wache. Okay. Machen wir das. Kann ich auch irgendwie langsam laufen? Eine Fackel wäre ganz cool, wenn ich da wenigstens jetzt eine gekriegt hätte. Wo muss ich? Oder ist das markiert, wo ich hin soll? Unerforschter Ort, also. Was ist das? Talmberg, also. Okay. Da unten laufen Leute rum. Eigentlich auch ganz cool. Also ich finde es bis jetzt sehr atmosphärisch und sehr gut, das Spiel, muss ich ehrlich sagen. Alle auf der Flucht. Ja, hier steht nur, dass ich Wache drauf halten soll. Nicht so genau wo, aber auf dem Wehrgang bin ich ja jetzt. Das ist ja ganz gut. Tag, die Wache. Schlurfst herum wie ein verlorenes Schaf. Deine erste Wache, hm? Glaub nicht, dass heute noch viel passiert. Kannst dich an die Mauer lehnen und auf morgen warten. Ich zeig dir, wie der Hase läuft. Mach ich. Danke. Wie, jetzt schon Aufgabe abgeschlossen? Ich warte bis morgen. Man kann also so einfach warten manchmal, das ist auch schön. Warte bis zum Morgen, also soll ich warten. Gut, aber... Wann ist denn hier offiziell morgen? Ich dachte, das wäre 5. Ups. Dann machen wir bis... Nee. Warten, ja.
Jetzt ist doch morgen, oder nicht? Also zumindest der Karte nach zufolge müsste ja jetzt der Morgen beginnen. Sehen wir ja gleich. Ja. Eigentlich schon. Aber scheinbar noch nicht für das Spiel. Ja, dann machen wir es wirklich bis hierhin. Komm. Wo muss ich hin? Bin unterwegs. Begib dich aus dem Wehrgang zur Außenmauer. Ja toll, da wäre ich gerade schon fast richtig gewesen. Bin unterwegs, ja, ja. Ich beeile mich, wie komme ich denn da jetzt hoch? Los, los! Hey, wer ist da? Okay. Wie sich dieser selbsternannte König die Liebe und den Respekt seiner Untertanen erheuchelt. In der Tat, Robert. Sigismund von Luxemburg hat ein gutes Händchen dafür, die Menschen auf seine Seite zu ziehen. Aber du wirst womöglich noch überrascht. Ich bezweifle, dass er seine Heiden heute auf uns hetzen wird. Sei gegrüßt, Herr von Tallenberg! Das ist er. Das ist der verdammte Bastard, der den Angriff geführt und meine Eltern ermordet hat. Sei kein Narr, oder willst du so enden wie sie? Ich bin Herr Markwart von Aulitz. Ich komme auf Geheiß Sigismunds von Luxemburg, König von Ungarn und Kroatien, der beauftragt wurde, gegen jene vorzugehen, die Zwietracht im Land säen. Und im Namen seines Bruders König Wenzel IV. Die Ordnung im gesamten Land wiederherstellt. Ordnung wiederherstellen, indem er die Ländereien des Königs plündert und verbrennt? Sei gegrüßt, Herr Markwart. Dass der Bruder des Königs sich bemüht, in diesem chaotischen Land für Ordnung zu sorgen, ist zweifelsohne löblich. Jedoch sind er und seine Truppen offenbar vom Weg abgekommen. Als Burggraf des Schlosses zu Prag bin ich dem König verpflichtet. Und hier in Tallenberg herrschte bis vor kurzem noch Frieden, bis ihr eintraft. Also was verschafft uns die Ehre eures Besuches? Gestern erst ging seine Majestät gegen einen der Feinde des Reiches vor, Herrn Ratzig Kobilla. Dieser verwendete Silber aus den Skalitzer Minen, um eine Auflehnung gegen die Krone zu finanzieren. Zu unserem Bedauern konnte der Aufständische entkommen. Du weißt nicht zufällig, edler Herr, wo er sich derzeit aufhalten könnte? Soweit ich weiß, ist dieser Herr Ratzig, von dem du sprichst, des Königs Hauptmann in Skalitz. Ich glaube kaum, dass er sich tatsächlich gegen unseren König auflehnen würde. Davon abgesehen kann ich dir versichern, dass Herr Ratzig sich nicht in Tallenberg aufhält. Er wäre ziemlich töricht, wenn er aus seiner Burg, die er nicht verteidigen kann, in eine andere flieht, die es ihm noch schwerer machen würde. Oder kann es sein, dass mein bescheidenes Anwesen eurer Armee irgendwie im Wege steht? Ich soll dem König also mitteilen, dass sich Herr Ratzig Kobilla nicht hier in Tallenberg aufhält und dass er deine volle Loyalität genießt? Ich versichere dir, Herr Ratzig ist nicht hier. Und ich gedenke nicht, mich in Angelegenheiten einzumischen, die mir keinen Vorteil verschaffen. Nun gut, Herr. Wie du willst. Ich werde eure Worte dem König überbringen, in der Hoffnung, dass er sie so aufnehmen möge, wie ihr es euch erhofft. Jene mit einem reinen Gewissen und einem guten Willen
brauchen keine Furcht zu haben, auch nicht in solch finsteren Zeiten, wo es kaum einen Grund zur Freude gibt. Lebt wohl, Herr. Lebt wohl. Meine allergrößte Bewunderung. Gehen wir zurück an die Arbeit, Robert. Er weiß natürlich, dass er jetzt angeguckt wird und muss doch mal fies zurückgucken. So, wen müssen wir denn? Statte die Liebsten des Gottes. Sprich mit Herrn Robert, beschafft dir ein Pferd. Ja. Tag, die Herren. Wenn ich jetzt mit Herrn Robert sprechen will, muss ich ja hier erstmal überall dran vorbei. Bist du das nicht? Ja. Roland, ne? Robert, Roland. Guten Tag. Ja, ist die Frage. Was wollen wir denn jetzt wissen? Erstmal Herr Robert, ich muss nach Scarlet's. Was willst du dort, Junge? Sigismund mag abgezogen sein, aber dort wimmelt es sicher von Raubrittern, Briganten, Deserteuren und anderem Gewürm. Außerdem hat dein Herr dir befohlen zu bleiben. Meine Eltern starben dort. Und ich lasse nicht zu, dass die Hunde über sie herfallen. Grundgütiger Junge! Willst du dein Leben für jene wegwerfen, die ihres nie mehr zurückbekommen? Das hätten sie kaum gewollt. Vergiss es. Schade. Weshalb brannte Sigismund Scarlet's nieder und kam dann hierher? So ist der Krieg, Junge. Gewisse Herren wollten die Dinge selbst in die Hand nehmen und jeden beseitigen, der nicht ihrer Meinung ist. Leider ist Herr Ratzig so einer. Und obendrein saß auf einem Berg Silber, der König Wenzels Verbündeten hätte nutzen können. Was ist in Kuttenberg vorgefallen? Kuttenberg? Nun, ich bin nur ein einfacher Ritter. Aber der Herrgott hat mich mit Ohren betucht. Und so habe ich Dinge von Herrn Divisch und jenen gehört, die vor Sigismunds Raubzug flohen. Waren es viele? Oh ja, aber es waren Söldner aus Kuttenberg, die zu mir kamen, weil ich sie schon von vorher kannte. Verstehe. Das sind alles Ränkespiele des Hochadels. In Prag lehnten sich ein paar Adlige gegen König Wenzel auf, allesamt reiche Aristokraten, die dem König aus irgendwelchen Gründen übelgesinnt waren. Sigismund hatte zweifelsohne seine Finger im Spiel, zusammen mit seinem und Wenzels Vetter Jobst. Und so konnte er auch den König entführen. Aber weshalb griff Sigismund Kuttenberg an? Was glaubst du denn? Um es zu plündern? Richtig. König Karl, möge Gott ihm ewigen Ruhm gewähren, machte Prag zu einer fürstlichen Stadt, während König Wenzel Gefallen an Kuttenberg fand. Nach Prag ist es die wichtigste Stadt Böhmens und des Heiligen Römischen Reiches. Wer Kuttenberg Silber beherrscht, ist König. Also war Kuttenberg auf Wenzels Seite, weil er Kuttenberg bevorzugte? Langsam verstehst du es. Als Sigismund Wenzel einsperrte und die Kontrolle über Prag übernahm, begann man in Kuttenberg damit, eine Armee gegen ihn aufzustellen. Mit seinem Angriff auf Kuttenberg schlug Sigismund zwei Fliegen mit einer Klappe. Er besiegte Wenzels mächtigste Verbündete, bevor sie Widerstand leisten konnten, und erlangte gleichzeitig enormen Reichtum. Woher kommen diese Kumanen eigentlich? Ich weiß nicht viel über sie, bloß das, was der Kämmerer sagte. Sie kamen wohl aus dem Osten nach Ungarn und ließen sich dort nieder. Es sind gottlose Barbaren und gnadenlose Krieger.
Früher waren sich alle einig, dass die ungarischen Könige sie nicht verpflichten sollten, weil sie ehrlos sind. Aber wenn es um Macht und Geld geht, ist Ehre nur noch einen feuchten Dreck wert. Und glaub mir, es geht immer um Macht und Geld. Andauernd. Dank dir. Das habe ich mit ihm gesprochen. Und jetzt? Okay. Hey! Ja, sorry, Mann. So, was sollen wir jetzt tun? Was ist das? Kampfplatz. Da ist was zu essen. Da darf ich schlafen. Achso, den Weg kenne ich jetzt. Okay. Na, beschaff dir ein Pferd, verlasse die Burg. So, wie komme ich jetzt hier raus? Also ein Pferd hätte ich auch wohl ganz gerne. Da laufen Leute rum. Was? Es heißt, die hauen ein Rindvieh oder einen Mann in zwei Hälften von oben nach unten mit keinem mit allen reden? Beste Grüße. Sein. Ja. Mehr noch. Beste Grüße. Es heißt, die töten jemanden mit einem Pfeil über 10 Felder. Und ein Dutzend Männer kommt nicht. Was hältst du davon, dass Sigismund abgezogen ist? Gesehen, das war vielleicht ein Glück. Ich weiß, alle reden davon, wie schlau Herr Divisch ist und so. Aber das war eine heikle Sache. Dieser Sigismund ist unberechenbar. Er entführt den König, überfällt Städte, schafft fremdländische Söldner ins Land. Gott weiß, was er als nächstes vorhat. Und wie wir das sind. Magere Ernten und jetzt Armeen, die über uns herrschen. Händler brauchen wir immer. Kannst du mir sagen, mit wem ich hier Handel treiben kann? Du willst zu Votava. Das ist der Kerl, der sich um den Tallenberger Fischteich kümmert. Er sollte irgendwo beim Kornspeicher sein. Alles klar. Was ist denn? Keine Sorge, wir sind sicher. Unsere Späher sollen bei Skalitz einen Haufen frischer Menschenknochen gefunden haben. Heilige Jungfrau Maria, beschütze uns. So, wie komme ich denn jetzt hier raus? Ob der mich rauslässt, aber nicht ganz die ganze Zeit frage? Beste Grüße. Beste Grüße. Ich muss hier raus. Und ich läge gern mit einer hübschen Dirne in einem Federbett. Aber wie es aussieht, werden wir wohl beide enttäuscht. Herr Divisch befahl, keinen rauszulassen. Vor allem dich nicht. Wie gemein. Meine Eltern wurden wie Aas liegen gelassen. Ich muss sie bestatten. Ich kann sie nicht den Hunden überlassen. Tut mir leid, mein Freund. Entweder du überzeugst Herrn Robert, oder du denkst dir irgendwas aus, damit ich nicht in der Scheiße lande. Ansonsten, Pech. Was soll ich mir bitte ausdenken? Was weiß ich? Eine Verkleidung vielleicht, damit ich dich nicht erkennen kann. Wenn ein Tallenberger Wachmann in voller Gewandung aufkreuzt, lasse ich ihn natürlich raus. Ist doch klar. Na gut. Ich versuche, etwas aufzutreiben. Okay. Hallo, Hühner. Was ist das jetzt? Das ist schon was markiert? Die sollen mir eine Rüstung zusammenklauen? Okay, auch sehr gut.